الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه. أما بعد, das ist heute Unterricht Nummer 21 in dem Fach Hadithwissenschaften, und wir lesen hier die Kurzfassung von نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر von الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. Und der heutige Unterricht ist ein Teil vom Unterricht der letzten Woche und gehört eigentlich dazu. Und zwar, wir hatten in der letzten Woche über Mukhtalaf al-Hadith gesprochen. Also der Hadith, der angenommen wird, und der Hadith, der umstritten ist. Es gibt klare Hadith, die frei von Widersprüchen sind und wo nichts überliefert wurde, was diesen Hadithen widerspricht. Das nennt sich Al-Hadith Al-Muhkam. Und dann wiederum gibt es umstrittene Hadith. Umstrittene Hadithe, das nennt sich Mukhtalaf Al-Hadith. Also das ist ein Hadith, der zumindest äußerlich im Widerspruch zu einem anderen Hadith steht. Und die Ulama, darüber hatten wir hier gesprochen, das seht ihr hier, haben Stufen der Vorgehensweise, wie man beim Widerspruch zwischen Hadithen vorgeht. Die erste Stufe ist Al-Jam'u Baina Al-Hadith, das Vereinen zwischen den Hadithen. Die zweite Stufe ist An-Naskh, die Abrogation, also die Aufhebung, indem man zum Beispiel das Datum des Hadithes kennt und festlegen kann, welcher Hadith später kam. Und darum geht es heute, um diesen zweiten Punkt geht es heute. Dazu komme ich dann inshallah gleich. Und drittens, die dritte Stufe, At-Tarjih, also dass man den einen Hadith dem anderen vorzieht. Und viertens ist At-Tawakkuf, dass man innehält, also das Innehalten oder das Stehenbleiben. Und dass man sagt, man zieht keinen Hadith dem anderen vor. Naam. Und was An-Naskh angeht, oder An-Nasikh wal-Mansukh, An-Nasikh wal-Mansukh, das ist selber eine Wissenschaft. An-Nasikh ist der, der aufhebt, und Al-Mansukh ist der, der aufgehoben wurde. An-Nasikh wal-Mansukh. Und das ist eine wichtige Wissenschaft, und wer Fatawa geben will, also die Leute, die Ulama und die Fuqaha, sie müssen ausgebildet sein in dieser Wissenschaft. Sie müssen unter anderem ausgebildet sein in dieser Wissenschaft. Und die Definition, das habe ich nicht aufgeschrieben, also ich mache das alles mündlich, deswegen haben wir das nicht auf der Tafel. Die Definition davon ist, dass ein wissenschaftlicher Beweis, also ein Beweis aus dem Koran oder aus der Sunna oder ein Wortlaut davon, durch einen Text aus dem Koran und aus der Sunna aufgehoben wird. Und manche haben gesagt, das bedeutet ein Hukm, ein Urteil, ein früheres Urteil, welches durch ein späteres Urteil aufgehoben wird. Und das ist vielleicht sogar etwas verständlicher. Al-Nasikh wal-Mansukh, die Definition davon ist, ein früheres Urteil, welches durch ein späteres Urteil aus dem Koran und aus der Sunna aufgehoben wurde. Der Nutzen davon ist, von dieser Wissenschaft, dass man, wenn es zu Ta'arub, also wenn es zu Widersprüchlichkeiten kommt, dass man dann festlegen kann, welcher Text vorgezogen wird. Und das gehört, diese Nasikh wal-Mansukh gehört eigentlich zum vorigen Thema, wie ich schon erwähnt hatte, zum Thema von Mukhtalaf al-Hadith. Vielmehr ist es sogar ein Teil davon. Mukhtalaf al-Hadith ist der Oberbegriff, und Nasikh wal-Mansukh ist dann ein Teil davon. Einige Beispiele aus der Sunna,
wie zum Beispiel der Hadith von Buraida radiallahu anhu, der in Sahih Muslim ist, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha. Ich hatte euch zuvor verboten, die Gräber zu besuchen, so besucht sie jetzt. Also wir haben hier einen Hadith, in diesem Hadith kommt Nasikh wal Mansukh vor. Der Prophet sagt selber, dass er verboten hatte, dass man die Gräber besucht, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann sagt er, jetzt ist dieses Verbot oder ist dieses Urteil aufgehoben und ihr dürft jetzt die Gräber besuchen. Und am Ende des Hadithes nennt er auch den Grund. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُوا الْآخِرَةِ. Denn dies, also das Besuchen der Gräber, erinnert einen an das Jenseits. Ein zweites Beispiel für An-Nasikh wal-Mansukh ist der Hadith von dem Sahabi Ubay ibn Ka'ab, und dieser Hadith ist unter anderem in At-Tirmidhi, wo es heißt: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. Er sagte, das Wasser war vom Wasser eine Erleichterung zu Beginn des Islam. Und dann wurde dies verboten. Jetzt sagt man, was bedeutet Wasser mit Wasser? Das bedeutet, es war am Anfang des Islam, war es so, dass wenn der Mann mit seiner Frau verkehrt hat und es ist dann nicht zur nicht dazu gekommen, dass der Mann Wasser verloren hat, dann musste man kein Russel, also keine große rituelle Gebetswaschung vornehmen. Die große rituelle Gebetswaschung musste nur dann vorgenommen werden, wenn der Mann Wasser verloren hat. Aber wenn es nicht dazu gekommen ist, dann musste man kein Russel machen. Diese Handlung wurde dann später aufgehoben. Sie wurde dann später aufgehoben. Wann immer es zum Kontakt zwischen Mann und Frau kommt, also zum intimen Kontakt zwischen Mann und Frau kommt, sodass sich die Geschlechtsteile berühren, ist dann die große rituelle Gebetswaschung, große rituelle Ganzkörperwaschung verpflichtend. Also am Anfang war es nicht verpflichtend und dann später wurde das zur Pflicht. Und der Beweis dafür ist unter anderem der Hadith, wo es heißt: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. Wenn sich die zwei Beschnittenen, also wenn sich die zwei Geschlechtsteile treffen, berühren, dann ist die Russel verpflichtend. Und man erkennt, also das sind zum Beispiel jetzt zwei Beweise gewesen, deutliche Beweise gewesen aus der Sunna, dass man erkennen kann, welches Urteil welches aufhebt. Ebenfalls erkennt man An-Nasikh wal-Mansukh dann an dem Datum, und ich hatte da, glaube ich, im letzten Unterricht einige Beispiele dafür genannt, zum Beispiel Hadithe, wo es heißt, dass es zur Vermischung zwischen Mann und Frau kam, etc. Wenn man sich dann diese Hadith anschaut, dann wird man feststellen, dass dies vor dem fünften Jahr war, vor dem fünften Jahr nach der Hijra war, weil ab dem fünften Jahr oder im fünften Jahr wurde Ayatul Hijab, der Vers des Hijab, herabgesandt, wo dann verboten wurde, dass es zur Vermischung zwischen Mann und Frau kommen darf. Und ebenfalls erkennt man An-Nasikh wal-Mansukh durch den Ijma', also durch die Konsens der Sahaba. Und da gibt es auch Beispiele dafür, zum Beispiel, dass derjenige, der Alkohol trinkt, dass er beim vierten Mal bestraft wird, also islamisch gesehen, gesetzlich bestraft wird, indem er hingerichtet wird. Erste Mal, zweite Mal, dritte Mal, und beim vierten Mal wird er
wird er hingerichtet. Und dieses Urteil ist aufgehoben durch die Konsens, durch die Ijma' der Muslime. Das bedeutet, egal wie oft jemand Alkohol trinkt, da gibt es nicht diese Hadstrafe für ihn, dass er hingerichtet wird. Und es gibt da viele Bücher, die über dieses Thema, speziell über dieses Thema gesprochen haben, und mit die besten Bücher sind von Imam Abu Dawud al-Sijistani. Er hat ein Buch, welches heißt An-Nasikh wal-Mansukh, und Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi hat auch ein Buch mit dem gleichen Namen. Und das sind dann Themen, mit denen man sich dann vielleicht später, wenn man etwas tiefer mit im Talab al-Ilm ist, beschäftigen kann. Aber dass man zumindest schon mal davon gehört hat und das ungefähr einstufen kann und weiß, zu welchem Bereich diese Thematik gehört. Und wie gesagt, das gehört eigentlich zu Mukhtalaf al-Hadith oder ist ein Teil von Mukhtalaf al-Hadith. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.